Weihnachten, das sind nur noch viel zu wenig Tage und ich habe noch nichts, kein einziges Geschenk, außer Nudeln und Trockenhefe. Und damit wollte ich mir eigentlich dieses Jahr selber eine Freude machen. Aber ansonsten habe ich nichts, kein einziges Geschenk, weder für die Bucklerte noch für die weniger Bucklerte Verwandtschaft. Nix. Tipp. Der Christkindlmarkt daheim stellt euch kleine Clips zur Verfügung mit ein paar Ideen für Weihnachtsgeschenke. Ja, was haben wir heute im Programm? Stoffe, Mützen und andere interessante Textilien aus unserer Region. Viel Spaß beim Schauen und Shoppen. Herzlich willkommen in der Stoffdruckerei Unterholz am Irschenberg. Ich bin die Christine Weinzel-Seidel und jetzt zeige ich euch mal Werkstatt. Stoffdruck ist ein altes Handwerk, dazu braucht man diese handgeschnitzten Modeln, aber ich arbeite auch mit anderen Techniken. Ja, meine Bandbreite an Produkten, da geht es los vom traditionell bedruckten Stoff fürs Dirndlgewand, für Brautmoden, Vorhänge, Inneneinrichtungen, bis hin zu kleinen Geschenkartikeln. Also grundsätzlich kann ich auf jeden Kundenwunsch eingehen und arbeite gerne auch individuell. Ich bin die Sandra Sieber, wohne in Bayerisch Zell und häkel Mützen in allen Variationen aus Schurwolle. Passend zum Anorak, ganz egal, in alle Farben, so wie es die Leute gern wollen. Wenn man die Mützen verschenken will, weiß man oft am Kopfumfang nicht. Und zu diesem Zweck habe ich mir so kleine Gutscheinmützen einfallen lassen. Und der Beschenkte kann dann zu mir kommen und sich seine individuellen Mützen machen lassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf meiner Homepage mal vorbeischaut. Ihr seid hier bei der Hilke von der Kreativwerkstatt in Tegernsee, Mühlgasse 1. Bei mir bekommt man hauptsächlich regionale handgemachte Produkte wie Binnenwachstücher. Sie können bei mir zum Beispiel auch Hundemäntel aus Loden maßgeschneidert bekommen. Und mein Geschenktipp für dieses Jahr wäre personalisierte Flachmänner mit reinem Wollfilz bestickt. Grüß Gott, Sie sind jetzt in der Handdruckerei von der Martina Gistel in Gmund am Tegernsee. Mein Gewerk ist so, dass ich auf schöne Stoffe, auf ausgesuchte Stoffe nach Kundenwunsch designe, schöne Muster drauf mache, die alt hergebracht sind. Ja, und ich glaube, bei mir im Lohn oder in der Werkstatt finden wir viele Anregungen, schöne Mitbringsel, schöne Geschenke. Schaut einmal rein zu mir in die Werkstatt, ich darf mich freuen. Willkommen bei den Lachauers. Leider können wir uns heuer nicht am Christkindlmarkt sehen, dafür gibt es einen Blick hinter die Kulissen. Wir sind fleißig am Arbeiten und ihr könnt natürlich jederzeit gerne über unseren Online-Shop sterndl-gewand.de bestellen und wir stellen natürlich auch immer fleißig unsere neuesten Produkte auf Instagram oder Facebook. Schaut's vorbei und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Gott, mein Name ist Andrea Kaup-Menhardt. Herzlich willkommen an meinem Hütestand. Ich stelle Hüte aus Filz, Strickfilz her, Ketten, Haargummis, Armreifen und Ringe, alles was das weibliche Herz begehrt. Ich wünsche allen Leuten eine gesegnete Weihnachtszeit und vor allem ein gesundes neues Jahr. Bei
Mein Name ist Doris Gollet, ich bin die Inhaberin vom Hutgeschäft Schätz in Tegernsee in der Rosenstraße. Wir sind inzwischen in der vierten Generation, ist das Geschäft im Familienbesitz und wir fertigen vor allem in der eigenen Werkstatt Trachtenhüte für Damen und für Herren, aber wir haben im Geschäft die ganze Bandbreite der Kopfbedeckung. Wenn Sie was für einen Kopf suchen, kommen Sie zu uns.